Hallo Leute und willkommen zu einem weiteren Wintertagesguide in Guild Wars 2. Und zwar werden wir uns heute mit dem Thema Festivalaktivitäten beschäftigen. Das bedeutet, ich gehe ganz kurz mit euch durch, was die einzelnen Aktivitäten eigentlich bedeuten, was ihr machen müsst und wie das abläuft. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser kleinen Einführung in die Aktivitäten und wir legen direkt los. Die erste Aktivität, die wir uns anschauen, ist die sogenannte Spielzeugkalypse. Das ist ganz einfach. Wenn ihr in Götterfels auf die Terrasse tretet, linke Hand, und dort findet ihr ja das Infinarium von Tix, und ihr müsst hier sozusagen Tower Defense spielen. Bedeutet, ihr habt verschiedene Wellen von Gegnern, es sind genau 10 Stück, die sich wiederum in zwei unterteilen. In einer kommt immer dieser Gif, das ist dieser Golem von Tix, und ihr müsst hier lediglich die Wellen von Spielzeugmonstern abhalten. Hierzu müsst ihr einfach nur diese ganzen Häuser und Bäume zerschlagen, Altmetall oder Schnee einsammeln und daraus Dinge bauen. Was ich euch immer empfehle, ist mit dem Altmetall vor allem so vorgelagerte Stützpunkte zu bauen, dass ihr also die Gegner direkt im Spawn mit Katapulten angreifen könnt. Schützt einfach die Katapulte mit Schneemauern oder auch mit Schneemännern, damit die also zuerst angegriffen werden, nicht die Katapulte. Und der letzte wichtige Tipp hierfür ist natürlich, dass ihr mitunter diese Katapulte nicht gleich ausbauen solltet, denn sobald ihr einen Katapult ausbaut oder eine Schneewand oder einen Schneemann oder eine Balliste, dann bekommst du wieder volle Lebenspunkte. Das heißt, es ist vor allem klug, jedes Ding erstmal auf Stufe 2 auszubauen höchstens und dann mit der dritten Stufe zu warten, damit ihr dann wieder volle Lebenspunkte kriegt. Die zweite Aktivität, die ist eigentlich auch ganz, ganz kurz nur angesprochen und schnell erklärt. Das ist einfach nur das Schneeballkrawall-Event. Hier müsst ihr, also hier spielen zwei Teams gegeneinander und ihr müsst versuchen, das Geschenk, was in der Mitte von diesem kleinen Arena-Gebiet liegt, in eure Basis zu bringen. Dazu gibt es verschiedene Klassen, die verschiedene Aktivitäten, Fähigkeiten haben. Ich persönlich mag diesen Spielmodus überhaupt nicht, der ist nicht balanced. Es ist auch ein bisschen oftmals unklar, wer jetzt eigentlich was macht, welche Klasse was macht. Und hier einfach mal kurz reinschnuppern, für euch entscheiden, ob euch das passt. Ansonsten einfach einen großen Bogen drum machen. Die dritte Aktivität, die ihr dann natürlich noch machen könnt, ist einfach genau in Götterfels, und zwar das sogenannte Doljak-Event. Das startet immer dann, wenn man dem Hohetron genügend Geld gespendet hat, Gold, Silber oder Bronze, und hier einfach dem Doljak folgen. Ich habe das schon mal bei der Einführung kurz vorgestellt. Ihr müsst lediglich die Skrit wegkicken. Manchmal reicht es sogar, einfach nebenher zu laufen, um die Teilnahme zu bekommen für dieses Event. Achtet vor allem darauf, dass dieses Doljak immer mal wieder Geschenke fallen lässt. Die braucht ihr auch für den Erfolg. Ansonsten einfach mitlaufen, wenn ihr Lust habt auf zusätzliche Geschenke, und sonst einen großen Bogen drum. Die nächste Aktivität, die ihr euch da anschauen solltet, ist dieser Dungeon von Tix. Im Prinzip genau das gleiche wie bei der Spielzeugkalypse, allerdings hier mit dem Zusatz, dass ihr eben hier eine Art Dungeon habt. Das heißt, ihr geht einfach die Treppen zum Kronpavillon runter, dann seht ihr schon diesen großen Ring auf dem Boden. Das ist also das Portal in das Luftschiff von Tix, und hier geht es einfach darum, ein paar Quests zu erfüllen, kaputte Spielzeuge wieder ganz zu machen, zu zerstören, Puppen anzumalen und so weiter und so fort. Sehr, sehr leicht eigentlich, das heißt, ihr könnt hier auch alleine rein und müsst nicht auf 5 Mann warten. Die vorletzte Aktivität, die ihr euch anschauen solltet, ist dann das Glockenspiel hier. Das ist einfach rechts im Grundpavillon auch sehr leicht zu finden, am Symbol, am Namen zu erkennen. Hier müsst ihr einfach nur die richtigen Töne treffen. Es geht praktisch in Stufen immer schwerer. Es fängt also an mit sehr, sehr kurzen Tonabfolgen, sehr, sehr langen Tonabfolgen. Das heißt, ihr habt immer sehr viel Pause dazwischen, um die richtigen Töne auch zu treffen. Hier ein kleiner Tipp: aktiviert die Tasten wirklich erst, sobald der Ton den Ring schon berührt und in dem Ring verschwindet, dann zählt er auch. Das ist vielleicht so als kleiner Tipp ganz wichtig, und achtet vor allem darauf, dass ihr eben hier eine Oktave habt. Sind also jetzt mal ein bisschen Notenlehre, es sind also genau 8 Töne, die ihr spielen könnt. Deshalb ist der 5. Skill und der 10. Skill nicht besetzt als Taste. Hier müsst ihr einfach mal schauen, dass ihr mit euren Keybindings arbeiten könnt, die ihr schon beherrscht, oder ihr nutzt was Neues, denkt euch was Neues aus. Ich mache es zum Beispiel so: ich aktiviere hier die Töne, die linken 4 mit der linken Hand, das heißt 1 bis 4 ist bei mir dann Skill 1 bis 4, und mit der Maus klicke ich dann 6 bis 9. Das mache ich einfach aus dem Grund, weil ich so eigentlich sehr schnell auch reagieren kann, sehr schnell agieren kann und auch sehr schnell treffe. Mitunter vergesse ich auch mal 2, 3 Töne, aber das macht nichts. Ihr könnt hier sehr gut Geschenke farmen, und diese Aktivität ist mit die beste, die ihr eigentlich während des Wintertags machen könnt. Ja, und zu guter Letzt das Nonplusultra-Event oder die Nonplusultra-Aktivität des Wintertag-Events, und zwar das Charming Puzzle, das Winterwunderland. Mein Lieblingsevent hier auch im Wintertag, weil es einfach fordernd ist am Anfang, wenn man drin ist. Der beste Weg ist, um Geschenke zu farmen, so zumindest meine Erfahrung. Ihr bekommt immer nach dem anfänglichen Superloot 10 Geschenke und 1000 Karma pro Run und schafft das Ding
in ganz, ganz schnellen Zeiten, wenn ihr gut seid. Und hier auf jeden Fall die Mega-Empfehlung, sich das mal anzuschauen. Hier gibt es eigentlich nur den Tipp, dass ihr euch den Weg einprägt. Sucht euch am Anfang einen von den drei Wegen aus und ja, prägt ihn euch ein. Und dann noch bei den Geschenken drauf aufpassen, diese Geschenketreppe, dass ihr darauf wartet, entweder dass die blauen Geschenke spawnen, damit ihr auf die erst draufspringen könnt, weil der Sprung sonst zu schwer wird, oder aber ihr wartet gar nicht auf den Spawn und macht sie alle und springt mit einem Dodge Jump einfach auf das erste eckige Geschenk und nutzt hierzu einfach mal den mittleren Weg, wie ihr es auch gleich im Video seht. Und da würde ich sagen, ich lasse das noch kurz durchlaufen, das Jumping Puzzle. Bedanke mich bei euch fürs Einschalten, Zuhören und Zuschauen und bis zu dem nächsten Video. Macht's gut.